Sehr geehrte Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst möchte ich die Gelegenheit dazu benutzen, den Kasseler Schülerinnen und Schülern und dem Bündnis Unsere Zukunft erkämpfen zu einem erfolgreichen Schulstreik und einer lauten und kämpferischen Demonstration zu gratulieren, mit der sie gemeinsam mit der GEW und verschiedenen Jugendorganisationen ein kraftvolles Zeichen gesetzt haben für die dringend anstehenden Schulsanierungen und gegen Lernbedingungen, die an einigen Schulen inzwischen regelrecht menschenunwürdig sind. Auch um den katastrophalen baulichen Zustand der Schulen und die Antworten der Kommunalpolitik geht es in dieser Haushaltssitzung der Stadtverordnetenversammlung. Und ich kann an die hier versammelten Stadtverordneten nur appellieren, dieses Signal, das die streikenden und demonstrierenden Schülerinnen und Schüler heute gesendet haben, nicht zu ignorieren und sich nicht in einer parlamentarischen Wahlkampf zu verschanzen, sondern angemessen darauf zu reagieren und die benötigten Mittel bereitzustellen. Der vorliegende Haushaltsentwurf beinhaltet neben einigen richtigen Ansätzen leider vor allem potemkinsche Dörfer. Und das zeigt sich schon am Umgang mit der städtischen Infrastruktur. Angesichts eines rekordverdächtigen Sanierungsstaus an den öffentlichen Gebäuden sind aus regulären Haushaltsmitteln völlig unzureichende Summen für die elementaren Maßnahmen vorgesehen. Die Finanzierungslücke beim Sanierungsbedarf der Schulen liegt bereits bei 144 Millionen Euro und sie wächst weiter an. Im letzten Jahr wurde noch von einem Sanierungsbedarf von ca. 70 Millionen ausgegangen. Wurden im Haushaltsansatz in dem Bereich für 2016 noch 6,5 Millionen Euro veranschlagt, reduzierte sich dieses 2017 auf ca. 4,7 Millionen minus, also ohne KIP 1, und nun auf 2,7 Millionen regulär. Und machen wir uns mal nichts vor, ohne das KIP 2, auf das Sie jetzt hier so große Stücke setzen, wären die zusätzlichen Aufwendungen niemals entstanden. Was ist doch ein Taschenspielertrick, wenn Sie sich das jetzt plötzlich an die Brust heften, das, was nur durch Landesmittel überhaupt entsteht. Und regulär eingeplant waren 2,7 Millionen Euro. Und das, was dabei insgesamt entsteht, ist weiterhin falsch. Und ohne eine Intensivierung der Bemühungen ist das Ziel der notwendigen Sanierung der Schulgebäude nicht zu erreichen. Und den Willen, das zu tun, machen Sie hier gerade nicht. Der Löwenanteil eben der Mittel, mit denen Sie die Kasseler Schulen sanieren wollen, nämlich ca. 31 Millionen, stammt aus dem KIP 2. Ist das so schlimm? Und das ist das Problem. Dieses Programm, das eigentlich nicht dafür gedacht ist, eigene Anstrengungen der Kommunen zu ersetzen, sondern on top zusätzliche Mittel. Wissen Sie, ich kann ja mit Mikro lauter schreien als Sie, da können Sie es noch so versuchen. Ja. Sondern on top für zusätzliche Bedarfe da ist, dieses Programm, von dem bis dato niemand so genau weiß, nach welchen Kriterien die Gelder vergeben und für welche Schulen sie verwendet werden. Das ist also der große Wurf, mit dem die Rathauskoalition die bröckelnden Schulgebäude in unserer Stadt erneuern will. Nach vielen Dank. Und gleichzeitig sitzt die Kämmerei aufgrund der hohen Haushaltsüberschüsse der letzten Jahre inzwischen auf einem Rücklagenwerk von 127 Millionen Euro. Diese Rücklagen, gucken Sie nach, 282. Diese Rücklagen sind, so heißt es ja, für schlechte Zeiten gedacht, also für Krisensituationen, in denen zum Beispiel die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen und dadurch Haushaltsziele gefährdet sind, etc. Was aber auf den ersten Blick wie solides haushälterisches Denken wirkt, ist bei genauerer Betrachtung kurzsichtig und geht an den realen Bedürfnissen der Menschen in dieser Stadt vorbei. Denn die schlechten Zeiten sind für viele Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte an diesen Schulen jetzt. Haben Sie sich eigentlich mal ernsthaft damit auseinandergesetzt, wie dramatisch die Situation an manchen Schulen in der Stadt inzwischen ist? Ja, wir kennen das. Die baulichen Zustände, vor allem an den Schulgebäuden aus den 1960er und 1970er Jahren, stehen bereits jetzt einer angemessenen schulischen Nutzung ganz deutlich entgegen. Und ich will nur mal aus einem Schreiben zitieren, das Lehrkräfte einer Kasseler Gesamtschule aufgesetzt haben, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ich möchte Sie mal bitten, sich das einfach mal anzuhören. Da heißt es: Die Elektromagnete der Ausschlusstüren zu den Treppenhäusern sind seit Jahren defekt, sodass die Türen nicht von allein offen stehen können. Dies führt dazu, dass Kollegen, die in innenliegenden Räumen arbeiten, diese nicht ausreichend lüften können und in den Sommerferien wegen der hohen Temperaturen daher nicht nutzen können. Auch die Lichtkuppeln und die vorhandene Lüftungsanlage schaffen da keine Abhilfe. Weiter gibt es Räume im Schulgebäude, die in der Heizphase sehr warm werden, andere hingegen bleiben so kalt, dass sowohl Schüler als auch Lehrer ihre Winterjacken tragen müssen, um nicht zu frieren.
Die Benutzung der Schülertoiletten ist unzumutbar, weil trotz intensiver Reinigung der Ammoniakgestank so stark ist, dass 15 Öffel wird. Dieser Gestank kann nur durch eine Sanierung der WC-Anlage beseitigt werden. Diese Zustände sind der Stadt Kassel seit mehreren Jahren bekannt. Zitat. Diese Beschreibung wurde inzwischen von 49 der 60 Lehrkräfte an dieser Schule unterzeichnet. An derselben Schule hat die Schülervertretung aus ihrer Sicht die Zustände dokumentiert und mit Fotos belegt. So sind dort inzwischen in vielen Klassenräumen Deckenplatten herausgefallen. Die Fenster sind so schlecht isoliert, dass es in einigen Räumen trotz auch voll aufgedrehter Heizung eiskalt ist. Teilweise sind sie auch undicht, gummidicht und fehlen und es funktionieren nicht alle. An den meisten Fenstern ist inzwischen der Kippmechanismus zum Lüften der Räume defekt. An manchen Decken und Wänden sind große Schimmelflecken erkennbar. Es befinden sich offene Steckdosen in Fluren und Klassenräumen. An mehreren Stellen regnet es durch das Dach ins Schulgebäude. Die Sitze in den Navi-Hörsälen sind teilweise zerstört und werden nicht mehr ersetzt. In den innenliegenden Räumen funktioniert die Lüftungsanlage teilweise nicht mehr, was dort in den Sommermonaten für eine extrem stinkige Luft sorgt. Dies gilt insbesondere in den Computerräumen, in denen allerdings ein Teil der PCs ohnehin defekt ist und nicht mehr repariert und ausgetauscht wird. In den Lehrküchen sind Herde defekt, Backofentüren schließen nicht mehr dicht, Schubladen sind beschädigt, Kühlschränke schließen nicht mehr richtig, die Stühle dort müssen fast alle repariert oder ersetzt werden. Ich könnte es noch fortsetzen. Die Schilderung dieser Zustände habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, sondern das ist Realität. Und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, legten Wert darauf, dass ich das genau so hier wiedergebe. Aber das ist eben auch kein Einzelfall. Um in solchen Missständen ein Ende zu bereiten, muss jetzt endlich Geld in die Hand genommen werden. Und zwar wesentlich mehr, als Sie jetzt hier mit Hilfe von Landesprogrammen glauben, generiert zu haben. Und da kann man sich eben nicht nur auf das KIP 2 verlassen und hoffen, dass in den nächsten Jahren weitere Hilfsprogramme von Bund und Land vom Himmel regnen, das Problem schon lösen werden, sondern hier muss die Stadt selber investieren. Also, das Geld ist vorhanden, setzen Sie es ein, packen Sie die vorhandenen Probleme entschieden an. Unsere Schulen sind aber nicht nur teilweise in einem desolaten räumlichen Zustand, sondern sie sind auch Orte, an denen ungleiche und spürbar auseinanderklaffende Bedingungen deutlich werden, an denen die real existierende Klassengesellschaft sich reproduziert und mit den unterschiedlich verteilten Bildungschancen auch die gesellschaftliche Arbeitsteilung zementiert. Niemand kann ernsthaft bestreiten, dass auch in Kassel die soziale Herkunft nach wie vor prägend dafür ist, welchen schulischen Werdegang jemand einschlagen wird und welche Chancen im Leben für ihn oder sie gesellschaftlich vorgesehen sind. Schlaglichtartig deutlich wird, dass eine Gymnasialquote beim Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe 1 gehen von der Schule am Heideweg in Wilhelmshöhe nach der 4. Klasse 74,3% der Schülerinnen und Schüler, danach zum Gymnasium sind es von den Abgängern der Karl-Anton-Henschel-Schule in Nordholland gerade einmal 23,2%, von der Schule am Wall im Mesertor nur 17,8% und von der Schule am Lindenberg in Mettenhausen gar nur 11,1%. Working-Class-Kids get Working-Class-Jobs. Das war mal 1977 der Untertitel einer Studie des britischen Bildungsforschers Paul Willis. Es drückt aber 40 Jahre später immer noch und mehr denn je die Realität unseres Schulsystems und die Lebenschancen von Schülerinnen und Schülern, den Arbeiterinnen und Migrantinnen unserer Stadt aus. Ungleiche Lebensbedingungen, Bildungschancen also, das wird auch daran deutlich, wie ungleich die Lasten verteilt sind, die eine Inklusion als Sparprogramm seitens der schwarz-grünen Landesregierung den Schulen aufbürdet. Inklusion findet jetzt schon schwerpunktmäßig nicht in den Gymnasien, in den vergleichsweise wohlhabenden bürgerlichen Vierteln im Westen der Stadt statt, sondern in den Grundschulen und Gesamtschulen in den ärmeren Stadtteilen wie der Nordstadt, dem Wesertor, Rothen-Wittmold, Waldau und Urzwingen. Es sind Schulen wie die Karl-Schomburg-Schule, die Schule Hegelsberg, die offene Schule Waldau oder die Georg-August-Zinn-Schule, in denen sich ein steigender Anteil von inklusiv beschulten Kindern und Jugendlichen mischt mit einem schwierigen sozialen Umfeld, teilweise dysfunktionalen Elternhäusern und ansatzweise auch Ghettoisierung von Migrantengruppen, die aufgrund von prekären Lebenslagen und struktureller Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt schwerpunktmäßig in diesen Stadtteilen leben. Schule hat dort Inklusion zu Integrationsleistungen zu vollbringen, denen sie bei der gegenwärtigen personellen Ausstattung, Sozialindex hin oder her, kaum gewachsen ist. Und das liegt nicht nur am Mangel an Förderschullehrern und der allgemeinen Versorgung mit Planstellen, sondern auch daran, dass die Schulsozialarbeit zu schwach aufgestellt ist und unter unzureichenden Bedingungen arbeiten muss. Gerade in den Brennpunktschulen, in denen die Kumulation verschiedenster Problemlagen den Bildungserfolg vieler Schülerinnen und Schüler in Frage stellt, muss es möglich sein, mit multiprofessionellen Teams und einer engen Vernetzung von Institutionen, Vereinen, Projekten und Sozialisationsinstanzen stabilisierend zu wirken und Schülerinnen und Schüler besser zu fördern und ihnen Perspektiven und Leitbilder für eine gelingende schulische und berufliche Ausbildung.
einzuführen. Hierfür ist auch ein Ausbau der Schulsozialarbeit dringend erforderlich. Und das ist keine Forderung nach Luxusausstellung, sondern eine Voraussetzung dafür, dass Schule und ihre Akteure, allen voran aber die Schülerinnen und Schüler, nicht an den äußeren Rahmenbedingungen scheitern. Wir schlagen deswegen die Einstellung von Haushaltsmitteln für einen bzw. eine Schulsozialarbeiterin pro 200 Schülerinnen und Schüler mindestens über eine Stelle an jeder Schule. Und ich weiß, jedes Mal, wenn wir diesen Antrag stellen, das war letztes Jahr schon so, werden wir dann wieder dieselben abenteuerlichen Überschlagsrechnungen präsentiert bekommen. Letztens im Filigrug wieder von Herrn Geselle auf der Berechnungsgrundlage von einer Schulsozialarbeiterstelle auf 20 statt 200 Schülerinnen und Schüler. Und natürlich kommt dann immer das gewünschte Ergebnis. Wir kennen das. Nicht viel hilfreicher war Frau Jans bei derselben Sitzung, die immerhin das Problem anerkannte, aber die Gelegenheit dafür nutzte, die hessische Landesregierung zu lobpreisen, die jetzt massiv in die Schulsozialarbeit einsteige, weshalb unser Antrag natürlich überflüssig sei. Mit Verlaub, hier wird in letzter Zeit sehr häufig darauf vertraut, dass die Landesregierung Probleme löst, die sie zum Teil erst mitgeschaffen hat. Und ich glaube von all diesen wohlklingenden Ankündigungen erstmal gar nichts, solange bis ich es auf gesicherter Beschlussgrundlage sehe und mich mit eigenen Augen davon überzeugt habe, dass diese ominösen Stellen in den betroffenen Schulen auf Ankommen besetzt werden. Nicht nur bei den Schulgebäuden und der schulischen Inklusion sind verstärkte Anstrengungen nötig, sondern auch beim Kita-Ausbau. Wir wollen im Haushalt deutlich mehr Mittel für den zunehmenden Bedarf an Kita- und Betreibplätzen und Kitasanierungen. Die Anzahl der benötigten Kita- und Betreibplätze wächst. Statt kurzfristig bei Bedarf zu reagieren, ist eine langfristige Planung notwendig. Die Investitionen müssen auch wirklich im Haushalt abgebildet werden, um Gebäude zeitgemäß zu unterhalten und bedarfsgerecht auszustatten. Im Haushalt 2017 waren noch 2.721.000 Euro geplant. Diese Summe hat sich zum diesjährigen Entwurf um 1 Million verringert. Mit der von uns geförderten Erhöhung der Gelder für Sanierung und Unterhaltung der Kitas wird die bauliche Voraussetzung für den effizienten Energieeinsatz verbessert und dem weiteren Gebäudesubstanzverlust entgegengewirkt. Für diese Altersgruppe ist der Zustand der Gebäude auch eine Sicherheitsfrage und das werden wir sicherlich nachher nochmal im Zusammenhang mit der Kita Ahnabreite diskutieren, denn dort stellt sich das Ganze konkret. Während der Magistrat vor dem Hintergrund anhaltend sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen und wirtschaftlichen Wachstums sich gerne dafür feiern lässt, wie solide und verantwortungsvoll die Haushaltskonsolidierung betrieben wird, klafft zwischen den Lebens- und Bildungschancen in den einzelnen Stadtteilen weiterhin eine Lücke, die immer größer wird. Und es ist doch offensichtlich so, dass ein Teil der Bevölkerung von den Entwicklungen der letzten Jahre nicht profitiert. Deutlich wird das an verschiedensten Punkten. So an der Tatsache, dass etwa Nordholland, Rothen-Wittmold und Wesertor eine etwa doppelt so hohe Erwerbslosenquote haben wie der stadtweite Durchschnitt, nämlich jeweils um die 20%. Und während die Erwerbslosenquote auch in diesen und anderen strukturell benachteiligten Stadtteilen in den letzten Jahren leicht zurückgegangen ist, steigt der Anteil der arbeitenden Armen hier an. Und vor diesem Hintergrund wirken manche Entscheidungen einfach nur bizarre, die ziemlich deutlich zeigen, welche gesellschaftliche Klientel in welchen Stadtteilen hier hauptsächlich bedient wird. Ein Magistrat, der wie in diesem Jahr geschehen kein Problem damit hat, 60.000 Euro für die Sanierung des Golfclubs Wilhelmshöhe locker zu machen, sollte sich eigentlich nicht die Blöße geben, die 80.000 Euro, die der Ortsbeirat Nordholland für eine Toilettenanlage im Nordstadtpark beantragt hat, unter Verweis auf die zu hohen Kosten abzulehnen. Wer plötzlich mal eben 1 Million Euro für einen Investor aus dem Hut zaubern kann, der eine zweite Eishalle bauen will, aber uns gleichzeitig verkündet, dass der Bau von oberirdischen Fußgängerwegen an der holländischen Straße, an der jenseits der Tramhaltestellen kaum Querungsmöglichkeiten bestehen, weshalb jedes Jahr etliche Fußgänger zu Schaden kommen, die versuchen, über die vierspurige Straße das Gleisbett von einer Straßenseite zur anderen zu gelangen, nicht so dringend sein. Übrigens auch nicht zu finanzieren. Der hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das können Sie den Betroffenen einfach nicht vermitteln. Aber Sie sind entweder blind für die dort zutage tretende Schieflage und das ist Ihnen egal, weil die paar Wählerstimmen aus einem sozioökonomisch benachteiligten Stadtteil mit niedriger Wahlbeteiligung eh nicht so. Dass dann ein Ortsbeirat wie der von Rothen-Wittmold, ebenfalls einem von vielen sozialen Problemen geprägten Stadtteil, in diesem Jahr schon gar keine Haushaltsänderungsanträge mehr gestellt hat, weil die ja eh alle abgelehnt werden, ist dann eigentlich nur konsequent, aber natürlich auch keine Lösung. Die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die von einer zunehmenden Prekarisierung und Unsicherheit der Lebensperspektiven, einer sich vertiefenden sozialen Spaltung und einem daraus resultierenden Vertrauensverlust in die Gestaltungsmacht im Allgemeinen
starke Meinungen geprägt sind, kann ein städtischer Haushalt natürlich nicht verändern. Aber er könnte gegensteuern, soziale Schutzmechanismen kommunal ausgestalten und Lebens- und Teilhabechancen sichern. Und eben dies tut dieser vorliegende Haushaltsentwurf in der Form, wie wir es uns vorstellen, eben nicht. Sichtbar wird das auch an dem offenkundigen Widerwillen, mit dem der Magistrat auf die sich zuspitzenden Probleme auf dem Wohnungsmarkt reagiert. Und ich weiß nicht, wie oft man Ihnen das eigentlich noch sagen muss. In Kassel verschärft sich die Wohnungsnot. Ist günstiger Wohnraum knapp geworden? Ist Gentrifizierung in den begehrteren Wohnlagen Realität? Verdrängungsprozesse durch Luxussanierung, Entmietung und eine einseitige bauliche Entwicklung sind eine wachsende Gefahr für diejenigen, die mit der Kostenexplosion auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr Schritt halten können. Die Stadt wird sich angesichts dieser Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt ja auch zu sozialer Entmischung und Vertreibung einkommensschwächerer Bevölkerungsteile in den begehrteren Stadtteilen führt, nicht auf Dauer aushalten und die Auseinandersetzung zwischen Mieter- und Investoreninteressen dem freien Kräftespiel des Marktes überlassen wird. Maßnahmen sind gefragt, die unter anderem auch haushaltswirksam sind, wie etwa die Einrichtung einer Stabsstelle Mieterschutz, wie unlängst zum Beispiel in Frankfurt geschehen. Mietwohnungen dürfen keine Spekulationsobjekte sein, sie sind das Zuhause von Menschen. Das hat in diesem Zusammenhang der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, gesagt. Und das hat für mich. Wenn man das so sieht, dann muss man sich als Stadt auch eindeutig in solchen Konflikten, wie wir es jetzt vermehrt auch in Kassel haben, auf die Seite der Mieterinnen und Mieter stellen. Mittel- und langfristig aber geht es vor allem darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auch Sozialwohnungen zu bauen. Nachdem seit längerem vom Mieterbund und allen möglichen anderen wohnungspolitischen Akteuren immer wieder dasselbe gesagt wurde, konnten wir es dann vor einer Woche auch auf der Titelseite der HNA lesen, was auch wir seit Jahren immer wieder erzählen. In Kassel wird zu wenig gebaut, vor allem preisgünstiger Wohnraum ist Mangelware. Und die Zahl der Sozialwohnungen ist in den letzten 6 Jahren um mehr als ein Drittel, auf jetzt noch 6.000 zurückgegangen. Die Magistratsmehrheit hat bisher jede entschiedenere Maßnahme, wie etwa die Einführung einer Sozialwohnungsquote, abgelehnt. Und wenn man sich anguckt, was Herr Geselle immer noch als sein wohnungspolitisches Mantra vor sich herträgt, dann ist es die Schaffung von Bauland für einkommensstarke Familien. Und das geht an den realen Problemlagen vieler Menschen völlig vorbei. Die Projekte, die jetzt angegangen werden, reichen bei weitem nicht aus. Das Darmstädter Institut Wohnen und Umwelt hat ja im Auftrag der Hessischen Landesregierung errechnet, dass jährlich in Kassel 1.800 neue Wohnungen entstehen müssten, um langfristig Druck aus dem Wohnungsmarkt zu nehmen. Nun kann man sich ja über die Zahl streiten. Und klar ist auch, dass wir Instrumente bräuchten, um langfristige Sozialbindungen zu erreichen. Und dass dafür unter anderem auch bundespolitische Weichenstellungen erforderlich wären, die etwa in Richtung einer neuen Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau gehen. Ich glaube, dass wir da mit Herrn Neubauer und auch mit den Grünen durchaus an vielen Punkten übereinstimmen. Aber die Stadt Kassel kann sich auch nicht immer hinter der landespolitischen und bundespolitischen Lage verstecken, sondern sie muss selber tätig werden. Und mit der städtischen Wohnungsgesellschaft BWG gibt es einen Akteur, der hierfür wesentlich stärker in die Pflicht genommen werden könnte. Und dafür gibt es ja auch Landesfördergelder, die die Stadt zu günstigen Konditionen abrufen könnte, um die GWG mit den notwendigen Mitteln auszustatten. Das allerdings müsste sich eben auch im Haushaltsentwurf widerspiegeln und das können wir hier leider nicht feststellen. Wir haben uns bei der Abarbeitung an diesem Haushaltsentwurf gefragt, von welcher Vision sich denn eigentlich die Magistratskoalition da hat leiten lassen. Und da wurden wir dann irgendwann noch etwas ratlos, weil wir feststellen mussten, es gibt da keine Vision einer fortschrittlichen sozial-ökologischen Stadtpolitik, die lokalen und globalen Probleme ernst nimmt und versucht, neue Wege zu gehen. Sie ducken sich weg, scheuen größere Schritte und hoffen darauf, dass der Sturm vorüberzieht. Das aber wird er nicht tun. Und gerade im Bereich der kommunalen Verkehrspolitik wird sich das bitter rächen. Und in einigen Jahren werden Sie sich zu den zaghaften Ansätzen in Richtung Verkehrswende, die Sie dann irgendwann doch einleiten müssen, sagen lassen müssen, too little, too late. Der globale Klimawandel, die überhöhten CO2- und NO2-Werte, die Feinstaub- und Lärmbelastung erzwingen förmlich radikale Maßnahmen. Und je länger sie diese Probleme aussitzen, desto kühner werden diese sein müssen, um irgendwann doch noch umsteuern zu können. Wir werden den Anteil des ÖPNV und des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen der Stadt deutlich steigern müssen, um die Klimabilanz zu verbessern. Wir brauchen also einen erheblichen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Radwegenetzes und müssen mehr Menschen dazu bewegen, statt dem Auto Bus und Bahn zu nutzen. Und zugleich müssen wir zahlreiche Menschen, die bisher aufgrund der überhöhten Fahrpreise weitgehend von der Nutzung des ÖPNV ausgeschlossen sind, mit reinholen. Wir fordern seit vielen Jahren die Einführung eines echten Sozialtickets für die KVG
für Menschen, die Transferleistungen nach SGB II und XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Inzwischen wissen wir natürlich, dass das nicht ausreicht und wir erheblich weitergehen müssen in unseren Forderungen. Nämlich in Richtung Nulltarif im ÖPNV, also nicht nur eine weitere Ermäßigung für bestimmte gesellschaftliche Gruppen für die ÖPNV-Nutzung einzuführen, sondern das System des Zugangs der Bürgerinnen und Bürger zum ÖPNV und die Finanzierung des Nahverkehrs grundlegend umzuschalten. In anderen Kommunen, auch in Deutschland, wird dieser Weg zunehmend beschritten. Gerade wird der Nulltarif im ÖPNV zum Beispiel von der Koalition aus SPD, Grünen und Linken im Kreistag von Groß-Gerau auf den Weg gebracht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Weg auch in Kassel unvermeidlich ist und die Zukunft darstellt. Einstweilen jedoch sind selbst solche eher bescheidenen Maßnahmen wie die Einführung eines Sozialtickets in dieser Stadt nicht mehrheitsfähig. Dennoch stellen wir diesen Antrag heute wieder, weil wir ihn als einen Schritt in die Richtung sehen, in der am Ende der Nulltarif im ÖPNV Realität werden kann. Und es ist ja auch ein bisschen merkwürdig, dass eine sozialdemokratisch geführte Magistratskoalition gerade den gesellschaftlichen Gruppen, die die geringsten finanziellen Mittel haben, um sich Mobilität leisten zu können, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verweigert, während gleichzeitig immer mehr andere gesellschaftliche Gruppen Ermäßigungen und Subventionen erhalten, um sie zum Umstieg auf den ÖPNV zu bringen. Die Studierenden haben seit vielen Jahren ein Semesterticket, die Beschäftigten der Stadt Kassel werden ab Januar ein Jobticket für 40 Euro im Monat haben, Schülerinnen und Schüler haben inzwischen ein Schülerticket für umgerechnet ca. 30 Euro im Monat, die Landesbediensteten haben ab Januar, vielen Dank dafür, mit dem Landesticket den Nulltarif hessenweit, aber ausgerechnet für Transferleistungsbezieherinnen mit geringen Einkommen gibt es keinen Zugang zu einem für sie bezahlbaren Monatsticket. Und das Diakonie-Ticket ist eben das nicht. Diese Gerechtigkeitslücke wird immer absurder und auffälliger und das werden Sie auf die Dauer nicht rechtfertigen können. Die sozialökologische Verkehrswende, die ja nicht nur meine Fraktion anstrebt, besteht aus mehreren Bausteinen. Neben dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und dem Systemwechsel hin zu einem verallgemeinerten, umlagefinanzierten Zugang zu öffentlicher Mobilität ist der zweite Baustein dabei eine systematische Förderung des Fahrradverkehrs. Der Zustand des Kasseler Radwegenetzes bedarf der erhöhten Bereitstellung verlässlicher Ersatzbauten. Ein Änderungsantrag meiner Fraktion sieht zusätzliche Mittel von 5 Millionen Euro in dem Bereich vor. Die Realität sieht doch immer noch so aus, dass die Radwege in einem desolaten Zustand sind. Für die Instandsetzung und Unterhaltung wären jährlich noch erheblich höhere Haushaltsmittel vonnöten. Des Weiteren sind die Planungskosten für den Ausbau des Radwegenetzes für das Ziel der Erhöhung des Anteils der Fahrräder im Verkehrsaufkommen zu sichern. Wir haben dabei natürlich auch grundsätzliche Probleme. Also momentan haben wir Radwege, die von stark befahrenen, ungesicherten Kreuzungen durchbrochen werden, die plötzlich an einem Laternenpfahl enden oder in einen Parkstreifen münden, die nach einigen Metern plötzlich auf eine hochfrequente Autospur auf einer vielbefahrenen Ausfallstraße führen. Das ist das natürliche Ergebnis einer Flickschusterei, die versucht, bei der autogerechten Verkehrsinfrastruktur im Prinzip alles beim Alten zu lassen und nachträglich noch ein paar Radwege dorthin zu fügen, wo es eben ohne größere Konflikte. In der zweiten Haushaltslesung im IBQ hieß es dazu ja seitens der Grünen, das, was wir fordern, sei mutig und gemeint war damit wohl eher vermessen oder völlig überzogen. Mutig muss aber meines Erachtens jede Politik sein, die dieser immer noch in erster Linie autogerechten Stadt ein richtig ausgebautes Radwegenetz abbringt. Und dabei reden wir ja noch nicht einmal von den Dingen, die wirklich einen radikalen Umbau der Verkehrsinfrastruktur bedeuten würden. Also breitere, sichere Radwege wie in Kopenhagen, Fahrradstraßen, die tatsächlich auch solche sind und keine Alibi-Projekte wie in der Fiedlerstraße, Rückbau der Zweispurigkeit an völlig überdimensionierten Ausfallstraßen wie der Helmsöer Allee oder der Gott-Schumacher-Straße zugunsten eines durchgängigen Radweges etc. 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 Das ist eine Frage der Prioritätensetzung im Haushalt und in der Haltung zur Verkehrspolitik. Und mehr Mut würde ich mir auch und gerade von denjenigen wünschen, die hier immer gerne von Verkehrswende reden, aber zu ihrer Umsetzung nie kommen, weil sie die Konflikte mit der Autolobby und deren Interessensvertretern scheuen, die das notwendigerweise eben auch bedeutet. Noch ein paar Worte zur Situation der städtischen Bediensteten und deren Stellenausstattung. Das ist auch da, hinter der glänzenden Fassade knirschen im Gebälk, ist nicht nur im hohen Krankenstand der kommunalen Beschäftigten von 8,2% zu lesen. Auch die immer noch hohe Zahl an befristeten Arbeitsverhältnissen und die teilweise kurzen Befristungen von in einigen Fällen gerade mal 6 Monaten sind ein Unding.
Und das zieht sich durch etliche Behörden, so beim Gesundheitsamt, beim Jugendamt etc. Dass etwa die Schulsozialarbeit in den meisten Fällen nach wie vor mit befristeten Arbeitsverträgen bei freien Trägern und nicht direkt bei der Stadt Kassel angesiedelt ist, halten wir für kontraproduktiv. Auch deshalb, weil die sozialpädagogische Arbeit mit Schülerinnen und Schülern die Entwicklung von langfristigen und tragfähigen Beziehungen voraussetzt. Und wie soll das gehen, wenn die Menschen, die das prozessual professionell entwickeln sollen, mit einem befristeten Vertrag über 6 Monate arbeiten? Hier gibt es ein paar zaghafte Schritte in die richtige Richtung und die will ich auch gerne loben. So sollen jetzt bei den 7 Stellen der Schulsozialarbeiter in städtische Trägerschaft übernommen werden. Das ist gut so. Und das sagt mir, dass das Bewusstsein ja durchaus da ist, dass Schulsozialarbeit und die öffentliche Hand gehört. Aber wir brauchen entschiedene und weitergehende Maßnahmen in diese Richtung und wir brauchen die Entfristung dieser Stellen und dafür werden wir uns auch weiterhin einsetzen. Und das gilt in ähnlicher Weise auch für andere städtische Stellen. Es ist völlig unangemessen, dass Erzieherinnen und Erzieher in städtischen Kitas teilweise immer noch bis zu 5 Jahre in befristeten Stellen arbeiten, während der Bedarf an qualifiziertem Personal deutlich wächst. Apropos Stellen. Es ist gut, wenn die Stadt Kassel unterm Strich 107 neue Stellen schafft. Ja, von 170 beantragten. Aber das Zeug zu einer Jubelmeldung hat diese Feststellung nicht, weil diese Stellen vor allem deshalb entstehen, weil sie unbedingt gebraucht werden. Weil schon jetzt in verschiedenen Bereichen die Arbeitsverdichtung so hoch ist, dass da kaum noch Luft ist. Und zugleich werden ebenfalls benötigte Stellen nicht geschafft. Und kaum etwas unterstreicht die Beschäftigungspolitik dieser Magistratskoalition leider immer noch so deutlich wie die Fortführung der Auslagerung städtischer Leistungen an private Betreiber. Und das ist nicht nur eine Begleiterscheinung der Schutzschirmpolitik ab 2012, sondern letztlich eine seit den 1990er Jahren erkennbare Grundlinie. Die Auslagerung der Gebäudereinigung vor allem ist eine Fehlentwicklung, die ihren Teil zur Zunahme prekärer Beschäftigung und menschenunwürdiger Billiglöhne in dieser Stadt beigetragen hat. Und dass ein sozialdemokratischer Kämmerer sich für diese Schande auch noch feiert, weil die Stadt Kassel dadurch so viel an Reinigungskosten, also in erster Linie Personalkosten, spart, das ist eigentlich nur zum Kopfschütteln. Im vorliegenden Haushaltsentwurf heißt es dazu dann lakonisch, Zitat, dass die Summe der Jahreskosten seit 1999 nahezu konstant ist, ist als Erfolg der organisatorischen Umstellung der Reinigung zu verzeichnen. Seit 1999 wird akkumuliert weit mehr als 20 Millionen Euro damit eingespart worden. Zitat. Was sich hinter dieser betriebswirtschaftlichen Erfolgsmeldung verbirgt, ist die Tatsache, dass durch die Auslagerung der Gebäudereinigung an Privatunternehmen die Kostensenkung zu Lasten der Löhne und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten gegangen ist. Es ist überfällig, diese seit Jahrzehnten forcierte Auslagerung gering bezahlter Arbeiten zu beenden. Denn solche kommunalen Dumpingregelungen führen auch zur gesellschaftlichen Ausgrenzung von gering bezahlten Beschäftigten und zu einer Zweiklassenbeschäftigung für Aufgaben des öffentlichen Dienstes. Und die Kosteneinsparungen gehen ja nicht nur zu Lasten der Beschäftigten. Durch die Niedrigeinkommen besteht ja dann auch der Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen für viele Haushalte und die Notwendigkeit, die unzureichenden Renten, die damit erwirtschaftet werden, später dann per Grundsicherung aufzustocken. Die Diskussion um haushaltspolitische Alternativen, wie etwa den Ausstieg aus dem dauerhaft defizitären Millionengrab Kassel-Calden oder die mögliche Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes, erspare ich uns jetzt hier einfach. Also die moderate Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20 Punkte entspräche einem Plus von ca. 4,5%, was zu Mehreinnahmen von über 7 Millionen Euro führen würde und uns auch bei Annahme sämtlicher Haushaltsänderungsanträge meiner Fraktion einen Haushalt bescheren würde, der solide Plus wäre. Aber ich habe den Eindruck, zu diesem Thema sind die Argumente erstmal weitgehend ausgetauscht und vorhersehbar. Ich könnte da jetzt noch viele Punkte anreißen, die aus unserer Sicht an diesem Haushaltsentwurf kritikwürdig sind. Etwa eine merkwürdige Schieflage in der Kulturfinanzierung, die sich darin äußert, dass bei eben in der Änderungsliste 40.000 Euro für die Komödie nachträglich reingenommen werden. Zugleich aber sämtliche Haushaltsänderungsanträge, die Gelder für den Erhalt und die Sicherung des Technikmuseums und des Henschel-Geländes vorsehen, von der Kasseler Linken, der CDU und den beiden Stadtverordneten der FDP, in der zweiten Lesung abgeschmettert. Auch darunter dieser Antrag, Henschel-Gelände nachhaltig sichern, mit einem Umfang von gerade einmal 20.000 Euro. Es ist nach wie vor so. Kassel rüstet sich für die Kulturhauptstadtbewerbung und in dieses Vorhaben werden jetzt erhebliche Gelder investiert und derweil kämpft die freie Kulturszene um jeden Euro und hat größte Probleme, an nutzbare und bezahlbare Räume zu kommen. Auch hier wieder ist die Prioritätensetzung entlarvend.
lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich habe einiges auf dem Herzen gesehen. Aber der von der Magistratskoalition vorgelegte Haushaltsentwurf erweist sich in allen Bereichen, in denen Weichenstellungen hin zu einer fortschrittlichen, sozial verantwortlichen und ökologisch nachhaltigen Stadtpolitik möglich und nötig werden, als mangelhaft. Vom Sanierungsstau an den öffentlichen Gebäuden, den Anforderungen an eine aktive Sozialpolitik, der Schaffung stabiler und unbefristeter tariflicher Arbeitsplätze bei der Stadt, der Bewältigung der Inklusion, der Gestaltung einer Verkehrswende hin zum Ausbau des ÖPNV und des Radwegenetzes und der Schaffung bezahlbaren Wohnraums für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Nirgendwo ist ein Aufbruch, eine Vision erkennbar, die ein Tor zu einer alternativen Stadtpolitik öffnet. Einer Stadtpolitik, die die gesamtgesellschaftlichen, sozialpolitischen, verkehrs- und umweltpolitischen und bildungspolitischen Probleme und globalen Herausforderungen ernst nimmt und angeht und versucht, lokal umzusteuern. Zaghafte Ansätze in die richtige Richtung stehen einen überwältigenden Gesamteindruck des Ignoranten weiter so und einer Politik für die Wohlhabenden und Privilegierten gegenüber und einen solchen Haushalt werden wir selbstverständlich ablehnen. Danke.